Hallo und herzlich willkommen zu Nachgehakt, dem Polit-Talk bei Open Web TV. Wir diskutieren heute über das Thema Schwangerschaftsabbruch, umgangssprachlich auch Abtreibung genannt. Aber weil der Begriff so negativ konnotiert ist, werde ich versuchen, den Begriff Schwangerschaftsabbruch zu verwenden. Das Thema ist gesellschaftspolitisch sehr relevant, was sich unter anderem auch daran gezeigt hat, dass es kürzlich eine große Debatte gab, als eine junge vergewaltigte Frau von zwei katholischen Krankenhäusern in Köln abgewiesen wurde zur Behandlung. Und es gibt auch einen lokalpolitischen Bezug zu dem Thema. Und zwar gab es vor einiger Zeit in Münster den 1000-Kreuze-Marsch, wo sich sogenannte Abtreibungsgegner auch einer Vielzahl von Gegendemonstranten gegenüber sahen. Deswegen möchten wir das Thema heute diskutieren. Bevor wir jedoch in die Diskussion einsteigen, möchte ich zunächst unsere Gäste heute vorstellen. Das ist zum einen Frau Linder von dem Verein Aktion Lebensrecht für alle. Das wäre zum anderen Frau Annegret Lagmann vom Verein Frauenwürde NRW und zu meiner Rechten Frau Kühn von Pro Familia NRW. Und wir haben heute auch noch einen speziellen Gast, das wäre Benedikt. Und zwar macht er heute den Nachhaker für uns und wird aktuelle Fragestellungen aus dem World Wide Web zum einen aufgreifen und in die Debatte mit einbringen und zum anderen aber auch, wenn es um bestimmte Fragen geht, vielleicht nochmal nachhaken und nochmal spezifische Themenbereiche aufgreifen. Bevor wir tiefer in die Diskussion einsteigen, wäre es vielleicht sinnvoll, wenn Sie sich jeweils kurz selbst vorstellen, Ihre Organisation ganz kurz und Ihre Tätigkeit, die Sie dort ausüben. Vielleicht möchten Sie anfangen, Frau Linder. Ich bin die zweite Bundesvorsitzende der ALFA, der Aktion Lebensrecht für alle. Wir sind mit der größte Lebensrechtsverband in Deutschland. Wir haben etwa 11.000 Mitglieder. Und unsere Ziele sind zum einen dafür zu sorgen, dass Abtreibung nicht mehr notwendig ist. Zum zweiten dafür zu sorgen, dass gesellschaftspolitisch klar ist, dass Abtreibung eben kein Frauenrecht sein kann, wie es im Moment propagiert wird. Und zum dritten dafür zu sorgen, dass wir so eine Familien- und kinderfreundliche Gesellschaft bekommen, dass das alles irgendwann tatsächlich auch mal überflüssig wird, auch diese Diskussion. Okay, Frau Lagmann. Ja, ich bin Vorsitzende des Vereins Frauenwürde NRW e.V. Der Verein Frauenwürde bundesweit ist gegründet worden 1998, als die deutschen Bischöfe gebeten worden sind, vom Papst aus der staatlichen Schwangerschaftskonfliktberatung auszusteigen. Mit den Beratungsstellen, die in 26 der 27 Bistümern von katholischen Beratungsstellen gehalten wurden. Und als es dann soweit war, dass die Bischöfe wirklich ausstiegen, also dass die katholischen Beratungsstellen keine Konfliktberatung mehr machen durften, haben wir mit einer der ersten Konfliktberatungsstellen in Olpe gegründet, 2002. Okay, Frau Kühn, vielleicht zu Ihnen und zu Pro Familia. Ja, mein Name ist Rita Kühn. Ich mache die Geschäftsführung für Pro Familia NRW. Wir sind ein Fachverband und gleichzeitig auch ein Unternehmen. Wir bieten in über 30 Standorten in NRW Beratung und Unterstützung für Frauen an, die sich im Schwangerschaftskonflikt befinden, aber auch die allgemeine Schwangerenberatung. Und gleichzeitig bieten wir auch Beratung und Unterstützung für Paare, die sich im Konflikt befinden oder zu allen Fragen zu Sexualität, Verhütung und auch den ganz großen Bereich Sexualaufklärung, Sexualpädagogik an. Ja. Okay, vielen Dank. Vielleicht zu Beginn der Diskussion, um gerade noch mal aufzugreifen, vor einiger Zeit gab es ja die Debatte um eine Frau, die abgewiesen wurde von zwei katholischen Krankenhäusern in Köln. Frau Lagmann, wenn diese Frau zu Ihnen gekommen wäre, in Ihre Beratungsstelle, was hätten Sie ihr geraten? Ja, wahrscheinlich damals nicht in eine katholische Klinik zu gehen. Aber die Sache hat sich ja inzwischen dahingehend doch aufgeklärt, dass auf Druck der Regierung in Nordrhein-Westfalen und auch auf bundesweiten Druck alle Bistümer dahingehend geeinigt haben, dass eine Behandlung nach einer vermuteten Vergewaltigung auf jeden Fall durchgeführt wird. Einschließlich der Pille danach, aber nur der Pille, die verhütende Wirkung hat. Aber ich denke, dieser Fall hat in dem Sinne eigentlich mit unserer Schwangerschaftskonfliktberatung ja nichts zu tun. Denn sie liegt auf einer anderen Ebene. Sie ist eine gesetzlich vorgeschriebene, falls die Frau das wünscht, eine gesetzlich vorgeschriebene
ja, Aufnahme von Fakten in Krankenhäusern, wo also auch festgelegt wird, was eben halt gewesen ist und wo auch der Tatbestand der Vergewaltigung festgestellt wird und auch eventuell Spuren gesichert werden müssen. Mhm. Falls die Frau sich entschließt, die Vergewaltigung anzuzeigen. Okay, Frau Linda, Aktion Lebensrecht für alle. Was hätten Sie der Frau geraten, wenn die an ihrer Tür geklopft hätte? Wie hätte da Ihre Antwort ausgesehen oder Ihre Reaktion in diesem Fall? Zunächst mal muss man zu den katholischen Krankenhäusern sagen, dass die nicht gesagt haben, wir behandeln die Frau nicht, sondern es war so, dass die katholischen Krankenhäuser in diesem Pool der anonymen Spurensicherung nicht mehr drin waren. Und um zu verhindern, dass diese Frau dann auch in ein drittes Krankenhaus muss, wo sie dann ihre Geschichte nochmal hätte erzählen müssen, haben die Krankenhäuser ihr geraten, lieber gleich in ein Krankenhaus zu gehen, das diese Spurensicherung macht. Diese Geschichte gibt es nämlich auch. Die ist in den Medien leider nicht so rausgekommen. Wenn so eine Frau zu mir käme, würde ich ihr jegliche menschliche und medizinische Hilfe zukommen lassen. Und als Lebensrechtler hätte ich auch kein Problem damit, wenn ich wüsste, es wäre eine Verhütung, ihr sofort die Pille danach zu geben. Wenn es um eine Abtreibung ging, in dem Fall um eine Frühabtreibung mit der Pille danach, muss ich als Lebensrechtler vorsichtig sein. Denn ich habe auf der einen Seite natürlich diese Notlage der Frau, für die ich absolut Verständnis habe. Auf der anderen Seite ist da aber vielleicht ein zweiter Mensch, der erstens unschuldig ist und zweitens auch für die Sachlage nichts kann. Ja, und wenn ich die Sache jetzt objektiv betrachte und gerecht und von allen Seiten und eben nicht nur von einer bestimmten Seite, muss ich versuchen, diesen Konflikt, in dem Fall ist es eigentlich ein Dilemma, ja, ein Dilemma ist ein nicht lösbarer Konflikt. In einem Schwangerschaftskonflikt gibt es einen Konflikt, bei der Frau, die vielleicht vergewaltigt worden ist, ist es fast ein Dilemma, was eigentlich nicht lösbar ist. Ich würde trotzdem versuchen, alle Möglichkeiten aufzuführen. Und wenn die Frau sich dann hinterher trotzdem entscheidet, abzutreiben, kann ich das menschlich nachvollziehen. Aber ich muss doch auch versuchen, soll ich sagen, eine objektive Lösung zu finden, die auch vielleicht das Kind retten könnte. Wobei ich, wie gesagt, für die Entscheidung einer Frau vollstes Verständnis habe. Aber ich muss, wenn ich gerecht sein will, immer alle Seiten betrachten. Und was mich bei der Diskussion am meisten gestört hat, ist die Tatsache, dass niemand über diese widerlichen Verbrechen spricht. Ja, also meine wirkliche Lösung wäre, dass man schafft zu verhindern, dass solche Kerle überhaupt über diese jungen Frauen herfallen. Dann kommt die nämlich gar nicht erst in die Lage. Das wäre für mich der gesellschaftspolitische Ansatz zur Lösung. Und nicht dann hinterher die Frau alleine zu lassen und ihr dann zu sagen, ja, du musst jetzt entweder dies oder jenes tun. Naja, alleine gelassen worden ist sie ja von den Krankenhäusern. Nein, ist ja nicht. Ja, im Grunde genommen schon, so wie es sich zunächst darstellte. Hm. Ich denke, die ganze Geschichte ist wirklich sehr wirr gewesen damals. Auf einmal kommt da ein Ethikpapier, was niemand kannte, auf den Tisch. Also ich denke, es war schon ein ziemliches Durcheinander. Ja, Durcheinander, ja? Gebe ich Ihnen recht. Und da musste man eigentlich, denke ich mir, wenn es denn schon mal geschehen ist, das andere ist natürlich klar, dass Vergewaltigungen verhindert werden müssen. Aber wenn es denn passiert ist, dann muss eine Frau auch in jedem Krankenhaus eigentlich eine Hilfe erwarten können. Vielleicht ja, eine medizinische, menschliche zu 100%, ja, gebe ich Ihnen recht. Bevor wir da in die Diskussion einsteigen, Frau Kühn, wie wäre das denn bei Ihnen in der Beratungsstelle, wenn diese Frau gekommen wäre? Was hätten Sie geraten oder wie wäre das abgelaufen? In dem Moment hätten wir sicherlich gewusst, dass bei den katholischen Krankenhäusern zu der Zeit war es ja so, dass die Pille danach nicht gegeben werden durfte. Das war der eigentliche Grund. Wir haben ja direkt die Petition gestartet auf Change.org, Notfallverhütung für vergewaltigte Frauen. Wir haben uns da sehr erkundigt. Wir waren auch im Austausch mit dem Bistum in Köln. Wir waren auch mit dem Gesundheitsministerium im Austausch, NRW. Und es war völlig klar, dass die Ärzte irritiert waren. Sie haben gedacht, sie würden arbeitsrechtliche Konsequenzen erhalten und meinten, bei einer vergewaltigten Frau müssten sie auch die Pille danach geben, haben die Pille danach aber als Abtreibungsmittel angesehen. Das war der Konflikt, den die Ärzte ausgestanden haben. Es ging überhaupt nicht um die anonyme Spurensicherung. Doch, darum ging es auch. Es ging um diesen Punkt der Pille danach. Das ist mir auch, ich habe mit Herrn Meister dann in Kontakt gestanden. Wir haben einen Brief an ihn geschrieben. Danach kam ja dann auch, nachdem das dann öffentlich geworden ist, dass Herr Meißner gesagt hat, die Pille danach, wenn sie denn einen Eisprung verhindert oder verzögert, das ist ja erwiesen. Es gibt ja ganz viele Länder, in denen die Pille danach auch gesetzlich erlaubt ist, also rezeptfrei zu erhalten ist. Und das ist ja nur in Deutschland, dass wir da die hohe Hürde haben. Das war dann jedenfalls klar, dass der Meißner da zustimmt, dass auch in katholischen Krankenhäusern die Pille danach gegeben werden kann nach einer Vergewaltigung.
Danach ist es dann in der Bischofskonferenz diskutiert worden. Da haben wir auch noch mal sehr nachgehakt und auch wir haben uns sehr gewünscht, dass es gelingt, dass auch die Bistümer, die restlichen Bistümer in Deutschland dazu kommen, dass sie sagen, die Pille danach wird gestattet. Das ist auch gelungen. Es fehlt aber, was Sie gesagt haben, das Notfallpaket. Es fehlt ein Gesamtpaket, das in Krankenhäusern vorgehalten werden muss, wenn eine Frau vergewaltigt worden ist, dass sie behandelt wird. Natürlich erstmal Notfallversorgung, die Notfallverhütung angeboten bekommt, die auch verschrieben bekommt und dass die anonyme Spurensicherung ermöglicht wird, weil wir haben natürlich alle ein Interesse daran an Strafverfolgung. Ich stimme ja völlig zu. Das Allerbeste wäre, wenn Frauen überhaupt nicht erst vergewaltigt werden. Aber wenn sie dann vergewaltigt worden sind, dann ist ja die Frage, was passiert. Und ich denke, da haben wir dann auch die Verantwortung, den Frauen zu helfen. Sie haben gerade die gesetzliche Lage auch angesprochen. Wir haben auch dazu einen kleinen Beitrag vorbereitet und den schauen wir uns jetzt an. Schwangerschaftsabbrüche sind seit jeher ein sehr kontroverses Thema, bei dem sich religiöse Ansichten, ethische Vorstellungen und gesellschaftliche Ansprüche gegenüberstehen. Wie weit geht das Selbstbestimmungsrecht der Frau? Wann greift das Recht auf Leben für den Fötus? Generell wurden Schwangerschaftsabbrüche schon immer praktiziert. Im antiken Griechenland und in Rom waren sie ein gängiges Mittel zur Geburtenregelung und auch in Afrika und Amerika waren Abbrüche mit Hilfe von Kräutern üblich und blieben unbestraft. Nach 1933 wurden Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland durch das NS-Regime wieder stärker unter Strafe gestellt. Erst durch die 68er-Bewegung und die Verbreitung der Antibabypille änderte sich die Einstellung der Gesellschaft zur Sexualethik. Seit 1871 gibt es in Deutschland den Paragraphen 218 des Strafgesetzbuches, der auch heute noch gilt. Dieser besagt, dass Arzt und Mutter im Fall eines Schwangerschaftsabbruchs zu einer Geld- oder Freiheitsstrafe verurteilt werden können. Allerdings gibt es hier zahlreiche Ausnahmen und Grenzen. Dazu zählt zum Beispiel ein straffreier Schwangerschaftsabbruch nach einem Beratungsgespräch bis zur 12. Schwangerschaftswoche. Seit 1927 lässt die Justiz Abbrüche aus medizinischen Gründen zu. Im Christentum gilt ein Schwangerschaftsabbruch als Sünde, da jedes Leben von der Empfängnis an zu schützen sei. Ein Abbruch wird einem Mord gleichgesetzt. Als Ausnahmefall gilt nur, wenn das Leben der Mutter gefährdet ist. Doch ab wann ist der Embryo ein Mensch? Diese Frage gibt immer wieder Anlass zur Diskussion. Frau Linda, auf der Website Ihres Vereins Alpha steht ja, dass Sie sich gegen Schwangerschaftsabbrüche aussprechen, unabhängig von religiösen Ansichten auch. Worauf beruht diese Wertvorstellung? Auf der ganz normalen nachvollziehbaren Menschenwürde jenseits jeglicher Religion. Übrigens, die Kirche hat nie gesagt, Abtreibung ist Mord, denn Mord ist eine Tötung aus niederen Motiven. Ne, da muss man schon unterscheiden. Es ist immer die Tötung eines unschuldigen Menschen, aber auch da hängt es von den Motiven ab. Das Wort Mord sollte man da nicht in den Mund nehmen und auch möglichst nicht verbreiten. Wir gehen vom Prinzip der Menschenwürde aus. Und der Mensch ist ab seiner Entstehung, ab seiner Zeugung individuell unverwechselbar und er wächst bloß noch. Das heißt, er hat von Anfang an dieselben Rechte wie jeder andere Mensch auch. Und wenn zwei Rechte miteinander konkurrieren oder mehrere Rechte miteinander konkurrieren, muss man gegeneinander abwägen. Aber das Lebensrecht ist ja eigentlich das fundamentalste Recht aller Menschen. Und wenn ich anfange, eine Gruppe von Menschen aus diesem Lebensrecht herauszunehmen, besteht die Gefahr, dass auch andere Gruppen davon betroffen sind. Wenn Sie zum Beispiel in die Länder gehen, wo Abtreibung schon seit langem zulässig ist, ob das jetzt die Niederlande sind oder Belgien zum Beispiel, da ist das schon sehr lange, da haben wir jetzt auch Euthanasie. Ja, also der Schritt ist immer der, ich fange irgendwo an, Menschen von der Menschenwürde herauszunehmen und dann geht der Schritt weiter. Und die Gefahr besteht einfach, dass auch andere Gruppen da mit reingenommen werden, beziehungsweise aus der Gesellschaft rausgenommen werden. Das war bei der Euthanasie früher schon so und ist heute auch bei der Euthanasie so. Und deswegen kann man eigentlich nur sagen, Menschenwürde für jeden und von Anfang bis zum Ende und eben ohne irgendjemanden da rauszunehmen. Das ist unser Prinzip. Ja, es gibt in den Niederlanden und jetzt auch in Belgien Gesetze, mit denen Menschen, die schwer krank sind, die unheilbar krank sind, die offiziell ihren Tötungswunsch mehrfach geäußert haben müssen,
getötet werden dürfen. Es ist aber in den Niederlanden so, da gibt es eine Kommission, die dafür zuständig ist und die das auch überprüft. Und diese Kommission gibt selber zu, dass allein in den Niederlanden mehrere hundert Menschen pro Jahr zumindest ohne ihre Einwilligung getötet werden. Ob gegen kann man nicht feststellen, aber auf jeden Fall ohne. Und es gibt mittlerweile auch mobile Einsatzkommandos in den Niederlanden, weil die meisten Menschen zu Hause sterben wollen. Die fahren dann zu den Leuten nach Hause und töten die dann da. Und das ist eine Fortführung, einfach, wenn ich am Lebensanfang den Menschen ihre Würde nehmen kann, kann ich das irgendwann auch am Lebensende tun. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft und jeder, der keine Leistung mehr bringt, könnte theoretisch dann in irgendeine Schiene reinkommen, weil er dann alleingelassen wird oder sich alleingelassen fühlt, weil man vielleicht irgendwann Operationen nicht bezahlen will. Das passiert ja in den Niederlanden alles. Und das Gegenkonzept, wo wir auch sehr stark für eintreten, ist die Palliativmedizin. Das heißt, dass man den Menschen ihrem Lebensende die Schmerzen nimmt und ein schönes Leben macht, so schön es eben geht. Und meistens ist es bei diesen Menschen so, dass die auch gar nicht mehr sterben wollen. Also das sind einfach ganz andere Grundsätze. Bei dem einen gehe ich von der Menschenwürde aus und versuche dem Menschen von Anfang bis Ende so zu helfen, dass er ein wirklich würdevolles Leben und Sterben führen kann sozusagen. Und das andere ist, ich lasse ihn allein. Das ist bei der Abtreibung übrigens genauso. Die jungen Frauen werden immer mehr allein gelassen. Das kann mir jede Beratungsstelle auch bestätigen, gerade die jungen Mädchen. Und wenn ich allein gelassen bin, neige ich halt eher dazu, vielleicht auch mal die falsche Entscheidung zu treffen. Frau Lackmann, ich sehe gerade, Sie fühlen sich nicht komplett wohl mit... Nee, also ich fühle mich also mit dem Zusammenhang jetzt mit Sterbehilfe oder eben halt auch Euthanasie, wie Sie es nennen, und Schwangerschaftsabbruch nicht so ganz so wohl. Es wird ja in Deutschland auch diskutiert und ich denke, wir werden andere Gesetze haben als in den Niederlanden. Es ging nur um die Folgewirkung. Das weiß ich nicht. Ja, also ich denke mir, wir diskutieren es auf einer anderen Ebene. Obwohl bei uns auch in gewisser Weise ein Schwangerschaftsabbruch straffrei sein kann. Übrigens haben die Bischöfe sprechen die Bischöfe durchaus von Mord. Also wir haben uns sehr stark auch dagegen gewehrt, dass ein gewisser Bischof von Euthanasie sprach. Nicht von Euthanasie, sondern von Holocaust sprach. Also das in Zusammenhang zu bringen, da waren wir dann doch ziemlich erbost drüber. Es wird in der Kirche von Mord gesprochen. Ja, von einzelnen Menschen. Nicht nur von einzelnen Menschen, auch vom Kirchenrecht. Also das kann man nachlesen im Kirchenrecht. Das möchte ich sehen. Und auf der anderen Seite ist es ja auch, ja, kann ich Ihnen zeigen. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass das Gesetz im Grunde genommen ja auch sagt, dass zum Leben beraten wird und dass der Schutz des Kindes auch wichtig ist. Dass im Grunde genommen ist das ein Gesetz auch zum Schutz des Kindes und eben unter bestimmten Bedingungen ein Schwangerschaftsabbruch straffrei ist. Er ist ja nicht erlaubt. Er ist ja nur straffrei. Und von daher gesehen, wie Sie auch eben sagten, die Menschen werden häufig, junge Frauen, werden häufig alleine gelassen mit ihrem Schwangerschaftskonflikt. Und genau dafür sind eigentlich die Beratungsstellen da. Dass sie die Frauen, die auch aus dem Grund, den sie vielleicht für einen Schwangerschaftsabbruch haben, von daher gesehen so auch bedrängt sich fühlen, dass es auch gut ist, eine Beratungsstelle zu haben, wo sie über diesen Konflikt auch reden können, wo auch Wege aufgezeigt werden können, wo auch begleitet wird und wo auch dieser Druck von ihnen genommen wird und sie natürlich im Endeffekt, und darum heißen wir auch Frauenwürde, selbst entscheiden können, welchen Weg sie dann nehmen. Mhm. Im Wissen dessen, welche Möglichkeiten der Hilfe es gibt. Aber wenn Sie die für sich nicht akzeptieren können, müssen wir das auch akzeptieren. Mhm. Frau Kühn, von Ihrer Seite auch noch Einwände, oder? Naja, also ich denke, wir reden über Schwangerschaftsabbruch. Mhm. Und Sie sagen, Leben von Anfang an schützen und wo bleiben die Frauen? Wir wissen doch, in Lateinamerika zum Beispiel gibt es 40 Millionen Abbrüche jährlich. 4000 Frauen sterben bei unsachgemäß durchgeführten Abbrüchen. Wir wissen, in den Ländern, wo es eine ganz rigide Politik gibt gegen Abtreibung, wo Verhütungsmittel irgendwie negiert werden. Da gibt es erstmal unheimlich viele ungewollte Schwangerschaften und es gibt viele Schwangerschaften, wenn die dann abgebrochen werden, illegal, weil gerade die armen Frauen können nur darauf zurückgreifen, dass bei
billigen Ärzten zu machen, also billig in dem Sinne, dass sie zwar viel Geld dafür nehmen, wenn es irgendwie geht, aber unsachgemäß, unhygienisch. Die Müttersterblichkeit in Argentinien zum Beispiel ist unglaublich hoch, gerade durch unsachgemäß durchgeführte Abtreibungen. Das war bei uns auch geschichtlich so, immer wieder, bis dann endlich die Länder begriffen haben, die zivilisierter sind, die auch das Recht der Frau auf Leben respektieren, die Selbstbestimmung respektieren, bis da Regelungen geschaffen worden sind, dass Frauen eben auch einen Abbruch machen können, wenn sie sich nicht dazu in der Lage sieht, eine Schwangerschaft auszutragen. Die Länder, die darauf setzen, dass Aufklärung, Verhütung eine große Rolle spielt, um genau ungewollte Schwangerschaften zu verhindern, die Länder sind eigentlich vorne inzwischen. Da gehen die Abtreibungszahlen, so auch in Deutschland, zurück, die Abbruchzahlen, wie auch immer sie das jetzt nennen. Das ist eigentlich der Schlüssel dazu, also Selbstbestimmung der Frau respektieren, gute Gesetze schaffen, Möglichkeiten eines guten Abbruchs schaffen. Das heißt auch, dass man sich damit auseinandersetzen können muss, welche Methoden sind denn gut und verhindern, dass Frauen unsachgemäß behandelt werden. Welche Methoden führen zu einem sanften Schwangerschaftsabbruch, wo keine Folgeschäden sind, wo auch im Nachgang noch Kinder gut auf die Welt gebracht werden können. Auch damit muss man sich beschäftigen. Wenn man aber sagt, damit wollen wir alles nichts zu tun haben, sich als selbsternannte, ich sage an der Stelle dann selbsternannte Lebensschützer bezeichnet, weil man schützt ja nicht das Leben der Frau, dann ist es so eine Frage, dann negiert man eigentlich gesellschaftliche Phänomene und das führt dazu, dass eben ganz schwierige Situationen entstehen. Also wir wissen das weltweit. Also da darf ich mal direkt einhaken. Die Müttersterblichkeit ist weltweit generell in den Ländern am geringsten, in denen Abtreibung verboten ist. Das ist Fakt. Ich habe über die Müttersterblichkeit aufgrund von illegalen Abtreibungen. Richtig. Aber das sind Zahlen ja der Welt, der WHO. Und statt jetzt bin ich dran. Ja? Also ich weiß nicht, ob Sie das Wort nicht ja haben. In der Müttersterblichkeit offensichtlich eine große Rolle, die Abtreibungen. Weltweit sollen es mindestens 13% sein. Ja. Die Müttersterblichkeit in Europa ist am geringsten in Irland. In Irland ist Abtreibung verboten. Die Müttersterblichkeit in Südamerika ist am geringsten in Chile. In Chile war Abtreibung bis vor kurzem verboten. In Afrika ist die Müttersterblichkeit am geringsten in Mauritius, da ist Abtreibung verboten. Also so, wie Sie es jetzt so apodiktisch sagen, kann es nicht sein. Da spielen offensichtlich noch eine Menge andere Dinge eine Rolle. Nein, das ist schon mal der erste Punkt. Sie haben ein Argument gebracht, ich habe es mit Zahlen Punkt diskutieren. Ja. Das sind die Zahlen der WHO, die ich benutze. Würde ich mal einmal ich benutze gerade auch die Zahlen der WHO. Und Kanada, Abtreibungen entkriminalisiert, geringste Müttersterblichkeit. Die zivilisierten Länder dürfen sie nicht nehmen, denn Müttersterblichkeit hat ja auch sehr viel mit... Warum nehmen Sie dann Irland? Ja, weil das der einzige europäische Vergleich ist. Irland ist auch ein zivilisiertes Land. Nein, das ist der einzige europäische Vergleich. Ich muss auf Ihnen schon antworten. Es ist so, dass man... Irland habe ich, deswegen habe ich Europa gesagt. Ja? Unter den zivilisierten europäischen Ländern ist Irland die geringste. Wenn Sie Kanada nehmen, in Kanada ist die Müttersterblichkeit in den letzten Jahren übrigens wieder angestiegen. Das können Sie auch nachsehen. Ja? Also bei den Ländern, wo die medizinische Versorgung hervorragend ist, die muss man getrennt von den Entwicklungsländern betrachten aus anderen Gründen. Aber innerhalb, untereinander können Sie die Industrieländer ruhig vergleichen, da werden Sie feststellen, dass Kanada deutlich über zum Beispiel Irland liegt. Ich habe über unsachgemäß durchgeführte Abbrüche gesprochen und wie da die gesundheitlichen Folgen für Frauen sind. Mhm. Und die sind da definitiv signifikant ganz gruselig. Und das wissen wir. Das wissen wir aus der Weimarer Republik, das wissen wir aus der Geschichte. Das weiß ich noch aus der Generation meiner Mütter. Ja. Und ich finde, man darf jetzt wirklich, also noch. Sie dürfen jetzt nicht Birnen mit Äpfeln vergleichen. Das sind zwei verschiedene Punkte, die ich da benannt habe. Und das fände ich auch gut, wenn wir das auseinanderhalten. Moment, Sie haben doch gerade die Müttersterblichkeit erwähnt. Ja, aber im anderen Zusammenhang als Sie. Thema ganz kurz zurückkommen. Und zwar, was Sie vorhin auch angesprochen haben und sicherlich auch für Sie interessant ist, und zwar das Thema Verhütung, auch in Deutschland. Und zwar ist meiner Kenntnis nach, ist es im Moment so, und das zeugt ja auch viel von der Einstellung gegenüber Verhütung oder dem Stellenwert, den das momentan hat, dass zum Beispiel, wenn eine Person Arbeitslosengeld II beantragt, also sprich Hartz IV, dass ein Thema wie Verhütung überhaupt nicht mit einberechnet wird in den Satz, sodass man da ja auch davon ausgehen kann, dass gerade die jungen Frauen auch Verhütung, gut, bis 18 wird es, glaube ich, je nachdem von der Kasse übernommen, aber danach teilweise dann nicht mehr, eben auch selber oft dafür aufkommen müssen. Ja. Würden Sie sagen, da gibt es Defizite, da muss was getan werden? Also ein Schwangerschaftsabbruch
wird bei ALG II und Hartz IV-Empfängerinnen bezahlt, aber ein Verhütungsmittel nicht. Also wenn die Frau müsste sich praktisch die Pille vom Mund absparen, in ein anderes Verhütungsmittel, was auf andere Art wirkt, zum Beispiel eine Spirale oder so, könnte sie gar nicht aufbringen, weil es um 200 bis 400 Euro kostet, dieser Eingriff. Also wir haben einen Fonds eingerichtet und haben auch in der Beratungsstelle in Olpe versucht, einen Fonds einzurichten. Wir von Frauenwürde haben einen Fonds, wo sich Frauen, die wirklich das nicht selber leisten können, an uns wenden können. Aber es ist schon so, dass es natürlich irgendwo nicht nachzuvollziehbar ist, dass ein Abbruch bezahlt wird, aber eine Verhütung nicht. Genau. Und unsere Erfahrung ist auch, die haben Sie sicherlich auch gemacht, wir gehen ja auch in Schulen, dass viele junge Menschen mit Verhütung nicht viel am Hut haben. Ich glaube, es ändert sich in den letzten Jahren, aber so die Erkenntnis in den ersten Jahren, also so vor 4, 5 Jahren, war schon so, dass junge Menschen nicht viel damit anfangen konnten. Also das für sich auch irgendwo ablehnten und beim ersten Mal, man ist dann nicht vorbereitet. Aber ich glaube, dass da die Akzeptanz, oder ich hoffe, dass da die Akzeptanz auch steigt von Verhütung, also von Kondom. Frau Linda, wäre das auch etwas, wofür sich Ihr Verein zum Beispiel stark macht, dass solche Sachen wie Verhütung vielleicht sogar umsonst sind irgendwann? Wenn es tatsächlich reine Verhütung ist und keine Frühabtreibung, kann ich als Lebensrechter damit leben. Was ist für Sie Frühabtreibung? Frühabtreibung ist alles, was zwischen der Zeugung des Menschen... Ja, das habe ich schon verstanden, aber im Grunde genommen, das wäre ja im Grunde genommen die Pille danach, die abtreibend wirkt. Und oder die Spirale. Und die Spirale. Vor allem die Spirale und bei der normalen Pille... Also wenn die Pille wirklich ausschließlich verhütend wirken würde, hätte ich damit kein Problem. Also die normale Pille wirkt heute ausschließlich verhütend. Dass eine Abtreibung, dass eine sozusagen von der Befruchtung der Eizelle bis zur Einnestung dauert ja 6 Tage. Bis zur vollständigen Einnestung dauert es 14 Tage. Und dieser Zeitraum wird nicht als Abtreibung bezeichnet. Ja, von daher gehen Sie ja weiter als unser Gesetz. Oh ja, ob ein Gesetz, Gesetze können auch Fehler machen. Ich gehe von der Wissenschaft aus. Die Wissenschaft, und das wissen Sie und Sie auch, die Wissenschaft weiß, ab der Zeugung ist es ein Mensch. Und aber ich glaube, da gehen die Bezeichnungen durcheinander und dann gehen auch die Meinungen auseinander. Ja, ich weiß, bei Pro Familia steht Gebärmutterinhalt und Schwangerschaftsgewebe, auch wenn das Kind schon in der Gebärmutter ist, aber nichtsdestoweniger ist es ein Mensch. Also das steht auf Ihren Internetseiten in Ihren Broschüren. Das ist sehr unterschiedlich, aber da will ich jetzt gar nicht drüber diskutieren. Gucken Sie mal nach Gebärmutterinhalt. Nein, es ist einfach so, der Mensch entsteht ab der Zeugung. Und ich kann Ihnen auch sagen, wie das gelaufen ist, denn... Man konnte gerade bei der Erfindung der Pille, weil die eben aus Östrogen und Gestagenen besteht und weil diese, vor allem die Gestagene, mehrere Wirkungen haben, konnte man eben pharmakologisch nicht unterscheiden zwischen, wann ist es noch verhütend, wann verzögert es oder verhindert es den Einspruch. Das ist heute anders. Stopp, ich bin da, wo es umdefiniert wurde. Ja? Ich darf auch ausreden. Es war in den 60er. Sie reden mir dauernd aus. Sie blockieren uns. Nein, aber na gut, Sie werfen mir ja alle 2 Minuten was vor. Da muss ich auch irgendwie drauf antworten. Es war so, dass Sie werfen uns auch permanent was vor. Nein, nur sachlich. Nein, das ist nicht sachlich, wie Sie hier diskutieren. Entschuldigung. In den 60er Jahren hatte man das Problem. Die Pille hat 2 Wirkungen. Die hat eine Wirkung vor dem Eisprung und eine Wirkung nach dem Eisprung. Ja, aber das wissen wir. Die Gestagene. So. Und weil diese Wirkungen da waren, hat man den Begriff Schwangerschaft umdefiniert. Wenn Sie ein amerikanisches Lehrbuch von 1962 lesen, steht da was ganz anders drin als ein Lehrbuch von 1965. Es ist umdefiniert worden. Das Gesetz, dem folgen, ist eine Sache. Das ist wissenschaftlich nicht exakt, das ist eine andere. Wenn die Pille nur verhütend wirken würde, hätte ich überhaupt kein Problem damit. Aber die Verhütung löst das Problem ja auch nicht. Denn eine Pro-Familia-Studie hat zum Beispiel rausgekriegt, dass von 100 Mädchen unter 18 Jahren, die einen Abbruch bei Pro-Familia machen, dass davon 54 bis 56 Paare regelmäßig mit Pille und Kondom verhütet haben. Das ist zum Beispiel was man den Jugendlichen sagen muss. Und wenn Sie die Zahlen sind gesunken, wenn Sie sich Schweden angucken, Großbritannien angucken, USA angucken, da steigen, obwohl Verhütung überall frei zugänglich ist. In USA sind die Zahlen wieder sinkend. Es steigen die Zahlen in Großbritannien Jugend, ich spreche von den Jugendschwangerschaften. Die sind in Großbritannien wieder sinkend. Die Jugendschwangerschaften, die Jugendabtreibungszahlen, die müssten ja eigentlich schon fast weg sein, wenn es mit der Verhütung immer klappen würde. Das klappt ja nicht mit der Verhütung. Da habe ich ja eben angesprochen. Also es gibt Verhütungspannen. Ne? Die Pille hat eine Ziffer, so dass man weiß, es funktioniert nicht immer. Es gibt auch bei der Spirale, das gibt es bei den Kondomen. Das wissen wir und damit muss man umgehen.
Ja, das ist doch so. Ja, also was mir ein bisschen fehlt immer, ist so ein verantwortungsvoller Umgang mit Sexualität an sich, auch um diese sexuellen übertragbaren Krankheiten. Den können Sie doch nur erreichen, wenn Sie mit den Jugendlichen auch sprechen. Und daher gehen wir auch regelmäßig in die Schulen und in die Jugendgruppen. Das tun wir auch. Ja. Frau Lachmann, vielleicht erzählen Sie ganz kurz, wie läuft denn so eine Beratung überhaupt ab? Wenn jetzt jemand kommt zu Ihnen zum Beispiel... Ich bin doch selbst nicht Beraterin. Vielleicht können Sie einfach da ein bisschen was erzählen. Was sind da Punkte, die da relevant sind, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich bin in einem sogenannten Schwangerschaftskonflikt oder Schwangerschaftsabbruchkonflikt eventuell auch. Welche Sachen spielen da denn eine Rolle? Was wird da thematisiert in so einer Beratung? Also es wird zunächst einmal, das ist auch vorgeschrieben, wir müssen ja Statistiken führen, versucht herauszubekommen, warum ein Abbruch geplant ist und dann eben halt aufgrund dessen auch möglicherweise mit Partner oder mit Freundinnen, Freunden, je nachdem, wenn die Frau nicht alleine kommt, dass dann auch versucht wird, ihre Ressourcen sich anzusehen, also mit ihr gemeinsam zu schauen, welche Möglichkeiten es denn für ein Leben mit einem Kind gäbe. Mhm. Also das ist innerhalb der Beratung. Zunächst einmal zu gucken, woran liegt es, dass ein Abtreibungswunsch da ist, wird sie gedrängt oder kommt der Wunsch aus ihr selber, und dann eben halt mit der Frau gemeinsam überlegen, welche Möglichkeiten gäbe es, mit einem Kind zu leben. Mhm. Also klar ist ja, dass die Frauen, wenn die sich im Schwangerschaftskonflikt befinden. Das heißt ja nicht, dass sie jetzt abtreiben werden, das wissen wir nicht. Mhm. Es ist eine ergebnisoffene Beratung und ihr wird erstmal die Sicherheit gegeben, dass wir zu ihr stehen, egal welche Entscheidung sie trifft. Das braucht sie erstmal als Sicherheit für sich. Ja. Also und dann wird geguckt, ist sie dazu bereit, über den Konflikt zu sprechen, über ihre Beweggründe. Braucht sie noch weitere Bezugspersonen dazu? Die sind auch herzlich eingeladen, Partner oder je nachdem, wenn sie nicht mit dem Mann zusammen ist, kein Partner ist, sondern dann an der Stelle der Erzeuger. Aber auch das wird ja irgendeine Rolle spielen. Die sind dazu eingeladen. Die Frau bestimmt aber dann erstmal, wie geht das weitere Beratungsgespräch fort. Ihr werden natürlich Hilfen und Unterstützung angeboten. Und die Frau, wenn sie sich entscheidet, ich sehe mich nicht dazu in der Lage, das Kind auszutragen, dann wird ihr aber auch die Möglichkeit gegeben, dass sie Adressen kriegt von Ärzten, Kliniken, wo sie einen Abbruch machen kann. Ihr wird auch angeboten, dass sie im Nachgang begleitet wird. Also es gibt das ganze Paket. Wenn eine Frau sich dazu entscheidet, ein Kind zu bekommen, auch dann gibt es nicht nur während der Schwangerschaft, sondern auch über die Geburt hinaus unterstützende Hilfen. Es ist möglich, dass Frauen dann in der Frühphase der Familie eine Unterstützung bekommen. Wir wissen, dass es sehr zunimmt, die postpartalen Depressionen, dass viele Frauen sich nach der Geburt nicht dazu in der Lage sehen, ihr Kind selber anzunehmen. Auch da gibt es Möglichkeiten der Unterstützung. Wir haben in unseren Beratungsstellen Psychologinnen, wir haben Ärztinnen, wir haben Sozialberaterinnen und wir gucken dann, wie die bestmögliche Hilfe individuell zugeschnitten auf die Frau oder auf das Paar gegeben werden kann. Es gibt aber auch Kontakte zu Juristinnen, das ist alles gesetzlich auch vorgesehen. Ja. Und zwar habe ich im Vorfeld ein bisschen auch im Internet mich natürlich informiert und ich war jetzt auf gutefrage.de, nachdem ich nach Fällen gesucht habe, wo die Schwangerschaft abgebrochen wurde. Und da habe ich bei gutefrage.de zum Beispiel eine Antwort gefunden, die doch sehr, sehr kritisch gegenüber Pro Familia war. Und zwar, ich zitiere ganz kurz, ich war damals mit dem Erzeuger des Kindes da, der wollte es nicht behalten. Ich habe gesagt, ich möchte nur wissen, wie mein Leben mit Kind weitergehen könnte, rechtlich, hatte einen Zeitvertrag, der bald auslief und so weiter. Da sagte mir die nette Dame, ich solle mir nichts vormachen. Mit Kind alleine, das ist nicht zu schaffen und ich soll doch froh sein, dass der Vater des Kindes mitgekommen ist, um mich bei der Abtreibung moralisch zu unterstützen. Dann legte sie mir den Beratungsschein hin und wollte mit mir einen Termin für die Abtreibung machen. Unglaublich. Ist von vom 28. Juli 2009. Ja, also fände ich jetzt auch unglaublich. Unsere Standards sind andere. Ich denke, Sie wissen das alle, in jedem Betrieb kann es Leute geben, die vielleicht nicht ganz gut ausgebildet sind oder beziehungsweise vielleicht sich nicht an Standards halten. Standard bei uns ist, dass genau sowas nicht passieren darf. Wir haben Qualitätshandbücher, wir haben festgelegt, wie läuft ein Erstkontakt. Wir haben sehr genau überlegt und beraten das auch immer wieder in unseren Facharbeitskreisen, wie kann eine gute Begleitung von Frauen im Konflikt aussehen. Das so ein Fall vorgekommen ist, da kann ich nur sagen,
das ist nicht unser Niveau, das finden wir sehr schade und auch bedauerlich, aber das ist wie immer, gerade solche Fälle werden dann an die Öffentlichkeit gezerrt, statt auf die Gesamtorganisation zu gucken. Und ich glaube, dass die Pro Familia bei den vielen Beratungen, die wir machen, bei den vielen Unterstützungen, die wir auch organisieren, in die vielen Debatten, die wir uns einmischen, glaube ich insgesamt schon, dass das sehr deutlich ist, dass wir auf der Seite der Ratsuchenden stehen und alles Mögliche tun, damit da die bestmögliche Unterstützung gelingt. Problematisch ist für die Beraterin natürlich auch, wenn Frauen kommen und wirklich nur den Schein wollen. Also wenn sie nicht mehr beraten werden wollen. Ja, aber das war ja, ja? gerade. Nee, das war ein anderer Fall. Bevor wir das weiter diskutieren, wir haben auch einmal nachgefragt in Münster, was die Münsteraner zum Thema Schwangerschaftsabbruch zu sagen haben. Mhm. Und das schauen wir uns jetzt einmal im Beitrag an. Halte ich nicht viel von. Okay. Wieso? Vielleicht liegt das an meiner Altersklasse. Heute sieht man das vielleicht lockerer. Nee, finde ich nicht gut. Bin ich auf jeden Fall nicht dafür. Ich finde, es kommt darauf an. Also ich würde jetzt jemandem, der irgendwie bei einer Vergewaltigung oder so schwanger geworden ist, dem sollte man auf jeden Fall einen Schwangerschaftsabbruch zustehen. Und es gibt ja die unterschiedlichsten Gründe, warum man dann doch ungewollt schwanger wird. Und es kommt auch darauf an, ob man dem Kind auch irgendwie was bieten kann. So, wenn das nicht möglich ist, dann finde ich das okay. Da die Kinder selber letztlich nichts mitzubestimmen haben, sondern die Eltern letztlich gerade zu Beginn, wenn viel die Säuglinge versorgt werden müssen und sowas alles, ne, mit der Belastung, auch einer psychischen Belastung, die damit einhergehen kann, fertig werden müssen, finde ich, das sollten die Eltern bestimmen, auf keinen Fall die Kirche. Und der Staat sollte vielleicht allenfalls die rechtlichen Rahmenbestimmungen festlegen. Ich finde, bei Vergewaltigung ist es auf jeden Fall der Frau zu überlassen, ob sie das machen möchte oder nicht. Das ist, kann man mit einer Frage nicht beantworten, weil es kommt immer darauf an. Ich sag mal, im Notfall muss man das ja abbrechen, bevor man dem Kind und der Mutter schadet. Ja, es kommt immer darauf an, warum man abtreiben will. Weil ich meine zum Beispiel, wenn man jetzt vergewaltigt wird und vom Vergewaltiger schwanger, sollte es, glaube ich, okay sein, wenn man abtreiben darf oder etwa nicht. Ich denke, ab einem gewissen Entwicklungsstadium, nur noch, wenn das Kind nicht überlebensfähig ist und damit die Mutter gefährdet. Aber wenn eine Frau vergewaltigt wird oder ein sehr junges Mädchen schwanger wird, denke ich mal, sollten die Personen es für sich selber entscheiden. Aber wenn du von anderen da überfahren bist, so, nee, da, nee, und da kriegst du, da sollen wir weg. Da will ich nicht haben. Der kann ich ja abtreiben lassen. Nee. Aber der Versorger, der will ja gar nicht. Nee. I don't agree with it, because at some point it's a life. I mean, when they are young, have a sexual relationship, everyone is getting maybe pregnant, so maybe there's some kind of solution should be. But I don't agree with it, actually. Maybe they have all should have protection. Wir haben gerade gesehen, die Meinungen sind gespalten unter Männern wie Frauen. Frau Linda, wie ist das denn in Ihrem Verein? Sind da auch Männer aktiv? Viele. Was ist da die Motivation in erster Linie? Also die gleiche wie bei den Frauen. Da wird bei uns nicht nach Geschlecht unterschieden. Und haben die nicht teilweise selber die Befürchtung, dass sie sozusagen da die Frauen das Selbstbestimmungsrecht beschneiden könnten, wenn sie sich da sozusagen aktiv in eine Richtung bewegen? Ich muss ganz offen sagen, dass ich bei der deutschen Abtreibungsregelung mittlerweile die Männer für sehr benachteiligt halte. Wir haben nämlich auch Beratungstelefone. Ich habe da persönlich schon zweimal Hilferufe von Männern bekommen, die nicht verhindern konnten, dass ihre Freundin das Kind abtreibt und die dann bei mir angerufen haben, um mich zum Beispiel zu fragen, wo man in Düsseldorf abtreiben kann, ob man nicht irgendwie vorher da stehen kann und mit der Frau nochmal versuchen kann zu sprechen. Denn als Vater von einem Kind hat man in Deutschland vor der Geburt gar keine Rechte mehr. Wenn die Frau sagt, sie will abtreiben, wobei die fast keine Frau das ja wirklich will, da würde ich auch gerne mal drauf kommen. Wenn die Frau sagt, sie treibt ab, kann der Vater des Kindes nichts machen. Und auch das halte ich ehrlich gesagt für ungerecht, denn der Vater ist zu 50% daran beteiligt und ist meiner Meinung dann auch durchaus, ist es durchaus gerechtfertigt, dass der da auch mitspricht bei so einer wirklicher Lebensentscheidung. Denn es geht ja um das Leben seines Kindes. Mhm. Was mich bei der Gesetzeslage sehr stört, ich glaube, da sind wir ausnahmsweise einig, es gibt praktisch keine Frau, die sagt, ich will das Kind nicht.
sondern die meisten, fast alle Frauen sagen, ich kann es nicht bekommen. So, und dann muss ich doch als Gesetzgeber, als Beratungsstelle und als sonst jemand sagen, ich löse jetzt die wirklichen Konflikte der Frau, denn das Kind ist ja ganz oft nicht die Ursache des Konfliktes, sondern der Anlass. Dann muss ich doch als Gesetzgeber, kann ich doch nicht hinstellen und sagen, ja, die Frau sagt, sie kann es nicht bekommen, also lasse ich es abtreiben. Warum sage ich als Gesetzgeber und als Beteiligte nicht, die Frau sagt, sie kann es nicht bekommen, also versuche ich diese Konflikte so zu lösen, dass sie es bekommen kann. Denn das entspricht ja dem eigentlichen Wunsch der Frau. Frau Lackmann, vielleicht nochmal an Sie die Frage, um gerade nochmal anzuknüpfen, die Rolle des Mannes. Inwieweit sehen Sie die irgendwie benachteiligt oder wo würden Sie das einordnen? Also wir haben durchaus auch Männer, die alleine in die Beratung kommen, das stimmt. Und wir freuen uns über jeden Mann, der mit seiner Partnerin kommt. Aber in der Regel ist es schon so, dass die Frauen kommen. Ich weiß nicht, ob die Männer da benachteiligt sind. Vielleicht komme ich da aus der falschen Generation. Trauen sich oft auch nicht. Weiß ich nicht, ob sie sich nicht trauen. Vielleicht interessiert sie auch nicht. Das sage ich einfach aus meiner Lebenserfahrung. Aber was ich eigentlich für sehr wichtig finde, Sie sprachen die gesetzliche Regelung an. Ich meine, dieses gesetzliche Recht des Vaters wird ja im Moment auch neu geregelt, wahrscheinlich aber nicht vor die Geburt hinaus. Aber was die Konflikte antrifft, die Gründe, die Frauen für einen Wunsch nach Abtreibung, nach Abbruch hat, sind ja so vielfältig. Ich glaube kaum, dass wir da gesetzlich eine Regelung finden können. Das muss ich ganz ernsthaft sagen. Es ist nicht einfach auch nur ein Grund. Es sind auch häufig viele Gründe. Es ist ja auch nicht so, dass es Frauen sind, die in einer extrem jungen Situation sind. Ich weiß nicht, soweit ich weiß, sind die meisten Frauen zwischen 25 und 35, haben schon Kinder, haben Familie. Also es ist nicht so, dass eine Abtreibung auch willkürlich gewünscht ist von einer Frau. Das ist sicherlich richtig. Aber die Gründe sind so vielfältig und so unterschiedlich, dass man, denke ich mir, bei manchen vielleicht per Gesetz was machen könnte, aber nicht bei allen. Es ist auch häufig psychische Gründe, es sind soziale Gründe. Also da spielen mehrere Gründe eine Rolle. Bei wirtschaftlichen Gründen könnte man vielleicht was machen, aber bei psychischen, sozialen Gründen finde ich das schon sehr schwierig. Frau Kühn, wie würden Sie das beurteilen? Zum einen die Einbindung des Mannes in diesen ganzen Prozess und zum anderen die Gründe für Abtreibung. Glauben Sie, da kann der Gesetzgeber, so wie Frau Linde das vorgeschlagen hat, könnte da überhaupt was machen, um diese grundlegenden Probleme zu lösen? Oder? Ja, sicher. Also an den grundlegenden Problemen kann man viel ändern. Aber man kann nichts an der Tatsache ändern, dass da kann man viel ändern, indem man zum Beispiel eine kinderfreundlichere Gesellschaft schafft, dass Kinderförderung an die erste Stelle gestellt wird, dass man sagt, ein Familiensplitting würde eingeführt und nicht das Ehegattensplitting, also dass man 35 Jahre verheiratet ist, wird in unserem Land belohnt und nicht, dass man Kinder sozusagen großzieht und unterstützt über viele Jahre. Es könnte eine behindertengerechtere, also wir sind ja auf dem Weg dazu, ne? Inklusion wird überall diskutiert und versuchen auch einiges zu verbessern. Aber auch das ist natürlich ein Punkt, da kann man noch vieles, vieles mehr tun, um sozusagen eine familienfreundliche Umgebung zu schaffen, wo sich Familien wohlfühlen können. Familien meine ich jetzt einmal nur das Zusammenleben Erwachsener mit Kindern, weil unsere Gesellschaft hat sich ja vervielfältigt, was Lebensplanung und Lebensentwürfe angeht. Aber an der Stelle, wenn eine Schwangerschaft ungewollt und ungeplant ist und die Frau sich im Konflikt befindet, wir holen indirekt die Männer erstmal so rein, also als allererstes kommt die Frau in die Konfliktberatung. Und die Bestimmung darüber, wie geht es weiter, muss erstmal bei der Frau liegen. Weil es hilft ja überhaupt nicht, eine Frau zu zwingen, wenn es durch den Erzeuger oder Partner ist oder wie auch immer, eine Schwangerschaft auszutragen. Das wird einem Kind nicht gerecht, das wird der Situation nicht gerecht. Da weiß man auch gar nicht, ob die Partnerschaft überhaupt halten könnte. Das stelle ich mal wirklich in Frage. Der bessere Weg ist aus unserer Sicht, dafür ist ja Pro Familia auch bekannt, dass wir uns dafür einsetzen. Als allererstes muss natürlich die Frau entscheiden, wie geht es weiter. Aber wir werben sehr dafür, dass Partner, dass die Rolle des Mannes oder Vaters oder wie auch immer mit einbezogen wird, dass man sich das systemisch mal anguckt. Was bedeutet das eigentlich? Wie verändert sich eine Partnerschaft? Wie verändern sich die
Lebensbedingungen. Wir bieten auch Beratung für Männer an, die Vater werden, dass sie sich damit auseinandersetzen können, in welche Rolle wachse ich da rein. Wir haben auch viele Männer, die unglücklich darüber sind, dass gar keine Partnerschaft besteht, sondern dass sie einfach nur in dem Sinne der Erzeuger des Kindes sind. Aber auch da muss man ja unterstützen, dass man irgendwie guckt, was bedeutet das für dein Leben, wie kannst du da mit leben, wie kannst du einen guten Kontakt, wenn du das haben möchtest zu dem Kind, dann unterstützen wir da auch. Wir kennen aber auch die Fälle, wo sozusagen die Väter über die Kinder, über das Vorhandensein von Kindern eigentlich nur Druck auf die Frau ausüben wollen. Mhm. Das geht natürlich auch nicht. Also da muss man schon immer sehr genau gucken, worum geht es hier eigentlich, was ist das Thema. Und da bemühen wir uns sehr, sehr gut und sozusagen unterstützend tätig zu sein. Sie haben gerade Inklusion erwähnt. Das halte ich also jetzt nicht von Ihnen, sondern von der gesamtgesellschaftlichen Lage ein bisschen heuchlerisch. Denn auf der einen Seite sagt man ja Inklusion und wir müssen uns um die Menschen mit Behinderungen kümmern. Auf der anderen Seite wird ja alles getan, damit diese Menschen mit Behinderungen gar nicht auf die Welt kommen. Es gibt zum Beispiel diesen Test auf Down-Syndrom, diesen Frühtest, damit man möglichst früh abtreiben kann. Diagnostik auch. Ja, also die Frauen werden unheimlich unter Druck gesetzt, auch übrigens auch von medizinischer Seite. Ein Kind, was auch nur eine kleine Behinderung hat, nicht zu bekommen. Da kenne ich also selber ganz viele Fälle. Da wird also viel geheuchelt. Und zum Thema, man kann eine Frau nicht zwingen. Wenn eine Frau nach der Geburt sagt, ich kann es nicht, ich schaffe es nicht, ich habe so Konflikte, dass ich es nicht ertrage, würden Sie dann auch einen Schein ausstellen, dass die Frau das Kind nach der Geburt töten kann? Denn nichts anderes ist es ja. Nein, wir reden ja jetzt über einen Schwangerschaftskonflikt und über eine Beratungsregelung, die bis zur 12. Woche... Sie reden davon, Sie können, Sie sagen, meiner Frau kann man nicht zwingen, ihr Kind zu bekommen. Nein, kann man auch nicht. Nein, kann man nicht. Also da, nur mit der Frau nicht gegen sie. Das ist gesetzliche Grundlage. Ja, für die Moment, ein Gesetzgeber muss ja grundsätzlich erstmal verpflichtet sein, die unschuldigsten Menschen zu schützen. Das tut das Gesetz. Ja, aber da gibt es mehr. Wenn ein Gesetz es zulässt, dass eine Frau aus Gründen, wo nicht Leben gegen Leben steht, wo es nicht um Leben und Tod geht für die Frau, sondern um andere lösbare Konflikte, ist ein Gesetzgeber eigentlich dazu verpflichtet zu sagen, das geht nicht. Ja, du kannst nicht dein Kind töten lassen, weil du das, was weiß ich, mit deiner Beziehung nicht schaffst oder aus irgendwelchen anderen Konflikten, die ja eigentlich nie so schwerwiegend sein können, dass sie die Tötung eines Menschen rechtfertigen können. Also, aber der Gesetzgeber redet nicht von Tötung. Wir reden von einem Abbruch, einem legalen Abbruch im Rahmen einer straffreien Abbruch im Rahmen einer Beratungsregelung. Das ist die Tötung eines Menschen vor der Geburt. Da sind Sie aber dann raus. Nein, aus unseren gesetzlichen Regeln. Das ist nicht meine Wissenschaft. Nein. Also Sie haben andere, wir haben ja am Anfang ja gehabt. Ja. Es gibt unterschiedliche ethische, moralische Bewertungen für ein und dasselbe Thema. Und da haben wir unterschiedliche Positionen. Das war doch völlig klar. Wenn Sie hier sitzen, dass Sie eine ganz andere Position haben als ich von Pro Familia oder Frau Lagmann. Da müssen wir uns ja, das ist doch klar. Okay, und ab wann ist für Sie ein Mensch der schützenswert ist? Wir sagen... Ja, wir das halten sagen Sie an mir gesetzliche bitte. Regelung und nein, nur mit der Frau, nicht gegen sie. Und ich habe vorhin, bin ich ja eingestiegen damit, wie viele Frauen sind durch unsachgemäße Abbrüche gestorben in der Vergangenheit, gegenwärtig, in vielen Ländern? Das kann kein Zustand sein, den wir in Deutschland wollen. Und da treten wir für ein. Und wie viele Kinder sind an Abtreibung gestorben? Und Abbrüche werden nicht dadurch verhindert, dass ein Gesetz es verhindert. Genau. In totalitären Staaten gibt es in der Regel... Man muss man natürlich auch drüber nachdenken. In totalitären Staaten ist in der Regel der Abbruch verboten. Ja, aber nicht aus Menschenwürdegründen, sondern aus nationalistischen Gründen. Ja, aber es ist in totalitären Staaten hauptsächlich so, aber da sind die Abtreibungen nicht weniger. Natürlich sind sie weniger. Nein, sie sind nicht weniger. Sie sind nur für die Frau gefährlicher. Ja. Also in Amerika, der Herr Nathanson hat zugegeben, dass die Zahl von 100.000 Frauen, die angeblich bei illegalen Abtreibungen sterben, gefaked sind. Die Weltgesundheitsorganisation hat die Zahl von 75.000, nachdem mal einer nachgeforscht hat, schon auf der Hälfte reduziert und gibt selber zu, dass sie gar nicht wissen, wie viele Frauen können überhaupt. Können sie auch nicht. Können sie auch nicht, weil es keine Statistiken gibt. Und hier gibt es Statistiken über... Richtig. Ne? Aber da muss man doch der Frau helfen. Aber jedes einzelne Kind, was dabei drauf geht, ist doch auch zu viel. Oder sehen Sie das anders?
Das sehen wir nicht anders. Aber die Tatsache ist, dass ein Kind nicht geschützt werden kann ohne die Mutter. Nach der Geburt tun Sie das aber doch auch. Es kann nur mit der Mutter geschützt werden. Sie tun das aber doch nach der Geburt auch. Wer tut was nach der Geburt? Wenn eine Frau ihr Kind misshandelt nach der Geburt, schützen Sie doch das Kind gegen die Mutter, oder? Der Staat schützt doch auch das Kind. Tun Sie das, ja oder nein? Der Staat schützt doch auch das Kind. Richtig, aber das macht er dann vor der Geburt auch. Das macht er auch vor der Geburt. Nein, aber nicht konsequent. Was heißt konsequent? Er geht von der Ansicht aus, dass ein Verbot eines Schwangerschaftsabbruchs den Schwangerschaftsabbruch als solches nicht verhindert. Und das ist Tatsache. Genau. Ich hatte eben von der Generation meiner Mutter und auch von meiner Generation erzählt. Es sind in der Generation meiner Mutter Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen worden, die meine auch. Und die waren nach § 218 gesetzlich verboten. Und da konnte es ihnen passieren, dass die Polizei vor der Tür stand, wenn sie aus dem Haus der Engelmacherin kam. Ja, aber wenn Sie können auch Kindestötungen nach der Geburt leider nicht verhindern, obwohl das gesetzlich verboten ist. Möchten Sie das dann auch zulassen? Das wäre ja denn Ihre... Wir reden über zwei Paar Schuhe. Nein, das ist genau dasselbe Paar Schuhe. Dazwischen liegen nur ein paar Monate der Entwicklung. Es ist exakt dasselbe Paar Schuhe. Okay. Das definieren Sie so. Nein, das definiere nicht ich so. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Mensch vor der Geburt und nach der Geburt? Sagen Sie mir das. Ist er da weniger Mensch? Wir reden über einen gesetzlich erlaubten Schwangerschaftsabbruch im Rahmen der ersten 12 Wochen. Aber auch da ist es schon ein Mensch. Da ist eine Abwägung möglich, wo man definieren muss, kann man eine Frau zwingen, ein Kind auszutragen oder nicht? Und da sagen wir, die Selbstbestimmung der Frau finden wir an der Stelle richtig. Sehen Sie, da finden Sie. Vergleichen Sie mal ethisch das Selbstbestimmungsrecht eines Menschen und gleichzeitig das Lebensrecht, ohne dass alle anderen Rechte hinfällig sind, eines anderen Menschen. Welches ist höherwertiger, wenn Sie es nur objektiv, sachlich, ethisch betrachten? Welches Recht ist höher, das Selbstbestimmungsrecht eines Menschen oder das Lebensrecht eines anderen Menschen? Das ist das, worauf es letztendlich hinausläuft. Es kommt auf die Bedrohungslage an. Also ich denke, grundsätzlich ist eine Frau nicht dadurch bedroht, dass sie ein Kind bekommt. Das sagen Sie. Nein. Ich weiß es nicht. Ich kann dafür keine Frau beurteilen. Vielleicht an dieser Stelle nur einmal nochmal der Rückverweis auf auch mögliche psychische Gründe, die auch dafür sprechen können und auch immer ein großer Punkt sind, ob ein Schwangerschaftsabbruch vorgenommen wird oder nicht. Es gab letztens eine Dokumentation zu dem Thema, die ich vielleicht an der Stelle nur kurz einwerfen möchte. Da ging es um eine Frau, die eine Abtreibung vornehmen lassen wollte, nachdem festgestellt wurde, dass das Kind behindert ist oder behindert sein würde. Und die Frau war aber schon über diesen 12-wöchigen Zeitpunkt hinaus und hat aber sozusagen dann in der psychologischen Beratung angegeben, dass sie sich und das Kind umbringen würde, also beziehungsweise sich und damit auch das Kind, wenn man es ihr nicht in Anführungsstrichen wegmachen ließe. Weil in solchen Fällen ist dann halt die Frage, ob das Leben des Kindes geschützt werden kann durch ein Schwangerschaftsabbruchverbot, wenn die Frauen sich in einem solchen psychischen Zustand befinden. Dann kann sie es immer noch zur Adoption freigeben, aber ich kann noch nicht das Kind töten. Verstehen Sie, wird jedes Mal ein Kind getötet. Und ob das jetzt potenzielles Kind oder es wird ein Mensch getötet im Anfang seines Entwicklungsstandes. Er ist immer unschuldig und er ist immer tot. Und man muss sich wirklich fragen, welche Gründe gibt es, die sowas überhaupt rechtfertigen können? Abgesehen von wirklich ganz extremen Notlagen, wo wir durchaus immer reden können. Aber 97% aller deutschen Schwangerschaftsabbrüche. Da geht es überhaupt nicht um extreme Notlagen. Das sagen Sie. Da geht es weder in dem Moment wohl um eine Notlage. Aber keine Notlage, keine lebensbedrohliche, die Tötung eines Menschen rechtfertigen kann. Was heißt lebensbedrohlich? Lebensbedrohlich heißt Notwehr. Ja, aber unsere Gesetze sind ja Gott sei Dank anders als Ihre Gesetze. Es sind nicht meine Gesetze, es sind menschliche Grundlagengesetze. Nein, die habe ich nicht im Kopf. Das ist die Ethik, das bin nicht ich. Wir nehmen Ihnen das nicht weg. Gesprochen. Also ab wann hat der Mensch denn das Potenzial, beziehungsweise in seinem pränatalen Status, das Potenzial, ein Mensch zu sein? Weil wenn man es ins Extreme treibt, dann ist männliche Masturbation eigentlich ein Genozid. Ach, Schwachsinn. Ab der Zeugung, ab der Verschmelzung von Ei- und Samenzähle, vorher ist gar nichts. Wer redet so einen Unsinn? Ja? Ich sage es nur eine Nein, ab der Zeugung natürlich. Nein, das habe ich nur gesagt, weil andere das so verwenden, nicht ich. Ja? Ab der Zeugung ist es ein Mensch.
Und also, bevor ich einen solchen Menschen töte, muss ich doch genau über... Jetzt hören Sie mir auf, das ist nicht meine Ethik, das ist grundlegende menschliche Ethik. Sie müssen das, Sie müssen doch mal von Ihrem eigenen Saft weg und sagen, was hat das für ethische Folgen, wenn ich einen Menschen nicht, vor der Geburt töte? Ich wäre nicht dagegen, dass Sie das, was wir machen, als Saft bezeichnen. Das sage ich jetzt nur mal grundsätzlich. Sie schmoren in Ihrem Saft, dass Sie nicht über Ihren Bereich hinausdenken. Das ist nicht wahr. Das also können Sie bitte uns auffällig. Nicht unterstellen. Nein, aber so wie Sie jetzt reden, denken Sie nicht darüber hinaus. Sie dürfen aber nicht davon ausgehen, dass das Ihre Gedanken, dass Sie die auf alle Menschen übertragen können. Grundsätzlich nicht. Und das hat der Gesetzgeber im Grunde genommen auch gesehen. Und von daher gesehen sehe ich eigentlich unser Gesetz als das Beste an, was es überhaupt gibt. Denn sehen Sie da das ist auch eine, so? Und das ist auch ein langer Aushandlungsprozess gewesen. Also das ist die Kirchen haben sich übrigens auch daran beteiligt. Moment, sehen Sie das auch so, Frau Kühn, ist das das beste Gesetz, das es gibt? Sie wissen ganz genau, dass wir eigentlich finden wir es am allerbesten, wenn die Frau selbst bestimmen kann, ob sie eine Schwangerschaft austragen kann oder nicht. Und wir würden ihr trotzdem alle Beratungsleistungen, die wir im Moment geben können, auch zukommen lassen. Ist das nicht das ein ist überhaupt kein Widerspruch? Das ist kein Widerspruch. Nein, das ist kein Interessenskonflikt, sondern wir finden es richtig zu beraten, wir finden es richtig, Unterstützung zu geben, wir finden es richtig, Frauen im Konflikt zu unterstützen, wir finden es völlig richtig, sowohl bei der Entscheidung, ich will ein Kind austragen, Hilfen anzubieten, genauso wie wir es richtig finden, Frauen, die sich nicht dazu entscheiden können, ein Kind auszutragen, da auch weitergehende Hilfen anzubieten, dass sie wissen, wo sie einen Abbruch machen können, der gut ist, das heißt auf medizinisch gutem Niveau, nicht in Hinterhöfen, nicht, dass sie ihre Gesundheit riskieren müssen, damit sie später auch noch weiter Kinder kriegen können. Wir finden es richtig, dass Frauen begleitet werden, wenn sie einen Abbruch gemacht haben. Und da geht es dann in der Tat um das Selbstbestimmungsrecht der Frau und das finden wir, das muss so sein. Das heißt nicht, dass wir ausblenden gesellschaftliche Situationen. Das heißt nicht, dass wir ausblenden, dass man gute Familienpolitik machen muss. Also da können Sie auch auf unserer Internetseite recherchieren. Also da gibt es ganz, ganz viele Ansätze, wo wir uns sehr stark machen. Aber den einzigen, den Sie immer ausblenden, ist das Kind. Und das ist nein, das will ich jetzt aber nicht vermessen. Der einzige Pro Familia tritt ja international für Abtreibung als Frauenrecht ein, ohne jegliche Einschränkung. Das den Grund habe ich Ihnen auch vorhin als erstes gesagt. Ja, aber das geht doch immer auf Kosten der Kinder. Es geht darum, dass wir es nicht richtig finden, wenn Frauen gezwungen werden, ein Kind auszutragen. Und wenn sie dann aufgrund der schwierigen gesetzlichen Lagen, und da können Sie sich in Lateinamerika, da können Sie sich in Afrika umgucken, da können Sie sich in allen Ländern umgucken, wo es eine ganz rigide Abtreibungspolitik gibt, da ist die Gesundheit der Frau derartig gefährdet, weil sie nämlich eben wirklich die schwierigen Abbrüche machen muss. Und das können wir nicht richtig. Da habe ich Ihnen ja gerade mit der Müttersterblichkeit das Gegenteil bewiesen. Sie haben das jetzt auf die allgemeine Müttersterblichkeit bezogen. Ja, aber da ist sowieso noch die Abtreibung drin. Ich habe darüber geredet, was passiert mit den Frauen, die einen illegalen Abbruch machen. Und der illegale Abbruch führt zu gesundheitlichen Risiken, führt zu einer Müttersterblichkeit, nämlich der Mütter, die einen illegalen Abbruch machen lassen müssen. Ja, darüber habe ich geredet. In diesen Ländern die Müttersterblichkeit höher sein. Nein, ich habe nicht über die Gesamtheit. Aber die Sterblichkeit nach dem Abbruch, nach einem illegalen Abbruch, wird ja als solche nicht als Müttersterblichkeit erfasst. Die ist natürlich in der Müttersterblichkeit erfasst. Woher wollen Sie denn wissen, aber das ist nicht eigenständig ausgewiesen, das wissen wir aus der Vergangenheit. Das weiß man, wenn man da richtig drüber nachdenkt, das ist einfach bekannt. Also wir sehen, die Meinungen sind an dem Punkt auch gespalten. Wir kommen jetzt so langsam zum Ende. Ich würde aber gerne mit etwas Positivem enden, und zwar vielleicht, wenn sich jeder von Ihnen einmal in einem kurzen Statement sozusagen überlegt, wenn Sie jetzt zum Beispiel, Frau Kühn, eine gesellschaftliche Forderung stellen könnten, was würde Ihnen da am ehesten in den Sinn kommen, um sowohl den Frauen als auch eventuell den potenziellen Kindern irgendwie vielleicht zu helfen? Was wäre Ihrer Meinung nach sozusagen eine gesellschaftliche Anforderung, die vielleicht erfüllt werden könnte oder was verbessert werden könnte? Ja, gute Lebensbedingungen für Frauen, für Kinder, für Männer, gute Beratung von Menschen, die nicht genau wissen, wo geht mein Leben hin, welchen Lebensentwurf habe ich, Anerkennung von homosexuellen und lesbischen Paaren, Anerkennung von unterschiedlichen Lebensformen, dass eine Alleinerziehende sich nicht mehr verstecken muss. Ich meine, an der Situation sind wir ja inzwischen, aber dass das eben noch offener sein kann. Dass es auch Modelle geben kann, wo Väter gut eingebunden werden. Also ich denke, da müsste man noch mal was entwickeln, dass Väter, die nicht mit der Mutter eine Partnerschaft haben, aber trotzdem mal ein Interesse haben, ein Kind zu begleiten. Da müsste man sich auch mal überlegen, wie das gelingen kann, dass die
gut miteinander umgehen können, dass das Umgangsrecht und so weiter. Und natürlich, dass Frauen, die sich im Konflikt befinden, nicht allein gelassen werden, dass sie unterstützt werden. Das finden wir einfach notwendig und da brauchen wir uns wirklich nur weltweit umgucken. Das ist schon gut, wenn es gesetzliche Regelungen gibt, die Verhütung, Aufklärung ermöglichen und die auch einen Abbruch, einen guten Abbruch auf medizinisch gutem Niveau ermöglichen, weil das führt in der Konsequenz dazu, dass Abbruchzahlen zurückgehen. Frau Linda, was würden Sie sich wünschen oder fordern vielleicht auch? Abtreibung abschaffen, alle möglichen Hilfen zur Verfügung stellen und dafür sorgen, dass eine Gesellschaft so positiv gegenüber Schwangerschaft und Familie und auch Mutterschaft gestellt ist, dass man nicht sich entweiblichen muss, um emanzipiert zu sein. Denn das ist ein Problem, das wir heute hierzulande haben. Und Frau Lagmann, zum Abschluss von Ihnen, was würden Sie, wo sehen Sie noch Handlungsbedarf? Also ich hatte eben schon gesagt, ich halte dieses Gesetz eigentlich für das beste Gesetz der Welt. Ich beschäftige mich erst seit 13 oder 14 Jahren damit, also ich bin da nicht weit vorbelastet. Was ich mir wünschen würde, wäre, also weil es eben halt auch Frauen begleitet, die nicht wissen im Moment, ob sie ihr Kind behalten wollen oder nicht. Und die ihnen da auch Möglichkeiten aufzeigen können. Hm. Was für mich sehr wichtig wäre, dass Behörden, Sie haben die Frauen angesprochen, die alleinerziehend sind, dass Behörden in die Lage versetzt werden, ich sage nicht, dass das böswillig passiert, aber dass sie in die Lage versetzt werden, Frauen wirklich ihre Ansprüche auch darzustellen und ihnen diese Ansprüche auch zu gewähren. Es ist in unserer Beratungsstelle ein großes Problem, dass unsere Beraterinnen sich dafür einsetzen müssen, dass Frauen ihre Rechte bekommen. Also ihre finanziellen Rechte, ihre Rechte auf Wohnung und so weiter, wenn sie denn das Kind haben wollen. Und da denke ich mir, das ist ein Witz, dass da Behörden nicht Bescheid wissen oder bewusst täuschen, um Geld zu sparen, weil ja Städte und Kreise das zahlen müssen. Okay, dann herzlichen Dank für Ihr Schlusswort sozusagen und auch an Sie alle, dass Sie sich heute an der Diskussion beteiligt haben. Ja, das war es soweit erstmal für nachgehakt und ich hoffe, wir sehen uns demnächst zur nächsten Sendung wieder.